Hallo und willkommen zurück zu Space Tyrant. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir haben uns ein Flaggschiff verdient und holen uns gerade unsere kleine Kristallproduktion hier wieder zurück. Oh, und wir können mit dem Planeten experimentieren. Und kriegen dafür Zersplittern. Zerstören für zwei Öffnen. Das ist eine blöde Technik. Naja. Ja, die können wir mal locker so klein machen. Das ist nicht das Problem. Hey, ich bin der Einzige, der hier mit Steinen schmeißt. Und zwar ungefähr so. Schön, schön, schön. Und größere Flotte. Das kriegen wir wohl so hin. Und wir finden... Die Tradition dieser Planeten ist es, Personen, wenn sie ein gewisses Alter erreicht haben, zu exekutieren. Und die Produktivität fällt deswegen. Während das amüsierend ist, ist das aber nicht mit der imperialen Politik vereinbar. Wir gucken uns das an. Aber wir haben neue Eigenschaft, neugierig. Warum nicht? Wir haben eine neue Technologie. Naja, es sind nur Asteroiden, deswegen... Das ist eine beeindruckende Flotte. Der kommt nächste Runde wieder. Die können sich momentan noch nicht bewegen und einen Invasionswürfel brauchen wir auch nicht. Okay. Wenn wir nochmal verlieren, können wir das Vieh so zerstören. Okay. So viel zur Rebellion. Dann... Hm.
vorne. Ob wir das gewinnen können? Es ist schön, ein Weltraumtyrann zu sein. Ein Wurmloch. Fliegen wir mal rein. Navigator. Ernsthaft? Weiter haben wir es nicht geschafft. Okay. Karte ausspielen. Aber dann können wir jetzt nämlich auch die ausspielen. Damit können wir bestimmt was anfangen. Bestimmt, aber die werden wahrscheinlich wieder vermöbelt werden. Die Rücken. Auch ein bisschen vor. Dann haben wir eine neue Technologie, das ist schön. Das ist auch nicht schlecht. Doppelter Schaden bei einem Kamikaze-Angriff. Mehr Feinde bedeutet nur mehr Erfahrung für unsere Truppen. Und nochmal Brainstorm. Ich weiß, dass das jetzt mit Sicherheit dazu führt, aber so können wir den auch loswerden. Wir müssen wahrscheinlich eine Karte wegwerfen. Was haben wir? Den will ich mal ausprobieren. Nett. Ich glaube, wir gewinnen wieder. Das ist gut, weil darin haben wir Erfahrung. Ja, bevor wir die Karte wegwerfen müssen. Und so können wir auf jeden Fall nicht verlieren.
Oh. Mal sehen. Noch ein Weltraummonster. Gut, aber damit werden wir uns auseinandersetzen können. Die Karten dauern jetzt doch schon merklich länger auf dem Schwierigkeitsgrad, aber das gefällt mir. Weil wir sind uns immer ein bisschen zu schnell quasi raus gewesen. Und da haben wir wieder die Söldner. Sehr schön. Und reparieren. Neue Eigenschaft Wissenschaftler. Ist das eine schöne Kanone. Schön. Ich mag die Kanone jetzt schon. Schönes kleines Imperium haben wir uns hier zusammengerafft. Es wird noch viel schöner werden. Aber ich glaube, wir werden mal wieder viel zu schnell gewinnen. Das ist wie immer das Problem. Schon wieder neue Technologie. Noch mehr Schaden, ja. Schaden ist gut. Vor allem, wenn er die anderen betrifft. Noch. Unter den Nagel reißen. Würden E-Karten wegwerfen müssen. Ärgerlicherweise sind das alles welche, die... Sehr schön. Und ein Ionensturm durchfegt das System und die Flotte kann es nicht vermeiden. Oh, schön. Psionisch 2. Hervorragend. Dann müssen wir was wegwerfen. Na komm. So. Und dann dürfen wir die Runde beenden. Ich glaube, wir sollten mit unserem Todesstrahl noch einen Feind schwächen. Und zwar den da. Oh, tut uns das jetzt leid. Das wird ewig dauern, die wieder nach vorne zu ziehen. Aber gut, das lässt sich nicht ändern. Ich möchte auf jeden Fall die Geheimpolizei auf diesem Planeten.
Planeten spielen, damit der etwas leichter widerstehen kann. Die Karte dauert viel länger, als ich eigentlich erwartet habe. Ja, mit denen werden wir sowieso locker fertig. Und ein paar Kristalle mehr können nicht schaden. Betäuben. Betäuben gut. Von denen ist nichts übrig geblieben. Sehr schön. Perfekt. So gefällt mir das. Und wir bekommen... Klar, warum nicht? Wir bekommen einen Kristall, um eine neue Karte zu ziehen. Ja. Reservetank. Ah, nochmal bewegen. Allerdings nutze ich das lieber für die Flotte, damit wir die schneller wieder in den Einsatz bekommen können. Ja, wir werden wahrscheinlich wieder durch Herrschaft gewinnen. Ja, ja, befestigt ihr da mal. Das Projekt wird euch nicht lange glücklich machen. Geheimpolizei, das ist schön. Ich glaube, wir werden das mal ganz entspannt gewinnen. Irgendwie hatte der kaum Schiffe zur Verfügung, ich weiß auch nicht warum. Und wir bekommen... Belohnung, erneuerter Sturm. Ah, das ist eine Karte. Schön. Dann können wir diese Karte hier verwenden, um die Flotte direkt mal ein bisschen aufzustocken. Wir könnten auch den Geldsieg hinbekommen. Das ist eine Schlüsselposition, die möchte ich schon gut verteidigt wissen. Alle großen Schiffe machen doppelten Schaden. Ja, das war aber schon schwer angeschlagen.
Level 4. Und nochmal vergrößert. Was ist das? Oh, Baracken. Die will ich auch haben. Yeah! Kann man die nochmal vergrößern? Zwei Schiffe zerstört. Boah. Unwichtig. Ich möchte. Ja, wir müssen noch drei Planeten erobern, also. Ach, wir könnten noch die Kanone abfeuern. Als ob uns das aufhalten würde. Das ist eine schöne Flotte. Die hält uns aber auch nicht auf. Ein Schlachtschiff. Schön. Eigentlich hatte ich ja vor, das Ganze anders zu gestalten, aber... Das Ding sieht cool aus. Na, komm her. Ist das mal eine schicke Flotte? Keine Ziele in Reichweite. Na, ist das ein Ärger. Hier. Technoslack-Senat. Und noch eine Kanone. Die kriegen wir nicht in einer Runde. Aber das ist schon mal ein guter Anfang. Die Chance, dass wir eine 3 Würfel nicht so. Durchaus gegeben. Wollt ihr jetzt schon aufgeben? Wir nehmen die ja sowas von auseinander. Und sehr schön. Und ab sofort haben wir direkt auch noch einen Würfel mehr für Invasion. Einem Fernzellenblock finden wir einen bekannten Kopfgeldjäger, der um seine Freiheit bettelt. Attentäter, warum nicht? Und jetzt haben wir einen Attentäter und kriegen zwei neue Karten. Da wir eh eine wegwerfen müssen. Ja, jetzt möchte ich auf jeden Fall die Regenerationskraft, weil die hier zu erobern, ja, die werden wir wahrscheinlich nicht mehr benutzen. Wir haben fast gewonnen. Ich glaube nicht, dass ich jetzt nochmal eine neue Folge extra aufmachen muss.
Okay. Könnte ganz schön haarig werden. Solange wir die Regeneration nicht wieder kriegen. Ja, aber die haben nur ein Schiff über. Jetzt eh fast gewonnen. Das ist das Problem. Weil, ja. Schade, ich hätte das jetzt eigentlich gerne noch weitergeführt. Aber, naja. Ob wir das gewinnen? Was für eine Überraschung. Okay, wir können sowieso. Eine zweite Invasion starten, wenn es notwendig sein sollte. Es ist tatsächlich notwendig. Aber dann haben wir das diese Runde zumindest gewonnen. Das Spiel noch nicht. Ja, das sollten wir wohl schaffen. Juhu! Neue Karten, Torpedobeschuss, zerstört drei feindliche Schiffe und Beastmaster. Und, oh, Beastmaster ist gut. Keinen Titel verdient? Zeichen des Kriegers oder Fregattentechnologie?
mit einem zusätzlichen Erfahrungspunkt, definitiv, weil aufleveln. Gut, der Senat gibt uns also vor, wo wir demnächst weitermachen. Der Schwierigkeitsgrad ja im Übrigen auch. Ich sage aber erstmal danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Es war mir wie immer ein großes Vergnügen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch kostet nichts. Wenn es nicht gefallen hat, Daumen runter kostet auch nichts. Fragen, Vorschläge, Anregungen wie immer runter in die Kommentarsektion. Link zum Spiel gibt's in der Videobeschreibung. Und wenn alles nichts hilft, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao!